Okay, wir gucken uns ein Video an, das momentan sehr umstritten ist. Sehr, sehr, sehr umstritten ist. Wir reagieren auf Celtics. TikTok Money Glitch. Wie ich anonym tausende Euro verdient habe. Ich bin gespannt. Ein sehr interessantes Thema. Gerade verdienen ja gerade sehr viele Leute Geld mit TikTok durch diese neue, durch dieses Creator-Programm. Und ja, mal gucken, was da kommt. Ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen, aber ja, let's go. Vor ein paar Monaten konnte ich schon beweisen, dass es absolut kein Hexenwerk ist, mit TikTok-Content und den simpelsten Tools gutes Geld zu verdienen. Genauer gesagt 1150 Euro in nur einem Monat. Diesmal gehen wir einen Schritt weiter. Ich möchte das Business nochmal größer denken, weil ich hier sehr viel Potenzial sehe. Mehr Hustle-Mode und damit hoffentlich auch mehr Einnahmen. Was gleich bleibt ist, dass ich mein Gesicht dabei nicht zeigen werde. Der TikTok-Content steht also in keinem Verhältnis zu meinem YouTube-Content. Aber fangen wir erstmal bei den Basics an. Nämlich mit der Frage... Intros, das war geil damals. Wo der Name denn noch so richtig so. Junge, das war das Beste damals. Wie man überhaupt mit TikTok Geld verdienen kann. Wenn du mit deinem TikTok-Account folgende Voraussetzungen erfüllst, kannst. Ich kann's nicht. Und wisst ihr, was das Problem bei mir ist? Ich habe meinen TikTok-Account, glaube ich, damals gemacht. Nee, das macht gar keinen Sinn. Doch, ich habe meine Zahlungsinformationen habe ich damals hinterlegt, als ich in Portugal war. Und ich konnte nicht Deutschland angeben wegen der IP. Deswegen komme ich nicht in dieses Programm rein. Ich will das Programm auch haben. Kannst du dich beim Creator Rewards Programm anmelden und einfach nur mit deinen TikToks Geld verdienen. Diese müssen aber über eine Minute lang sein. In diesem Video werde ich erneut versuchen, einen frischen Account auf 10.000 Follower hochzupushen, ohne mein Gesicht zu zeigen. Diesmal möchte ich wirklich richtig viel Geld damit verdienen, um zu beweisen, dass der Price... Pulp Fiction, Ehrenmann. ...Pool nach wie vor riesig in diesem Geschäft ist. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass dieses Business unglaublich viel Potenzial hat. Jeder hat ein Smartphone und TikTok, der Einstieg ist kostenlos, Mann, und ey, somit Geld... Das ist so falsch, dieses Video wird noch mehr so komischen Content reinpushen auf TikTok. Mein Gott, ey, da ist so viel sinnloses Zeug, so viel verschwenderisches Zeug dabei. Alter, 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 stark, stark, stark. Technisch risikofrei. Theoretisch kann jeder sofort damit loslegen. Der entscheidende Faktor ist natürlich die Wahl der richtigen Nische. Ist die Lautstärke in Ordnung? Ist die Lautstärke in Ordnung für die zwei Leute, die gerade noch im Chat schreiben? Ob Lernvideos, gesungene KI-Chat-Nachrichten oder kreative Unterschriftsideen. Alles ist möglich. Was ich persönlich auf jeden Fall in letzter Zeit bemerkt habe, ist, dass jetzt immer mehr Leute auf die Möglichkeit aufmerksam werden, dass sie mit TikTok-Videos Geld verdienen können und sich daran dann auch versuchen. Mann, Alter, also ich finde das so unglaublich unseriös, weil man im Hintergrund schon so einen Strand und alles sieht so und Pool und das weiß, was ich meine. Da sage ich schon, nee, dem vertraue ich nicht. Der macht so viel. Das ist kein gutes... Die allermeisten Leute geben sich nicht so richtig viel Mühe und versuchen dann sowas wie Streamer-Clips, wovon ich jetzt auch abraten würde eher. Das ist Tinos. Macht bitte Streamer-Clips von mir. Wichtig ist nur, was ich nicht möchte, ist, dass jemand seinen gesamten Kanal auf mich aufbaut. Aber einzelne Clips könnt ihr gerne von mir hochladen, weil das hilft ja auch mir. Macht doch euer Geld damit, ist mir egal. Also ich weiß auch nicht, warum Monte und so damit rumheult. Ich will natürlich nicht, dass jemand einen ganzen Kanal nur mit mich aufbaut. Aber wenn du einen einzelnen Clip von mir hochlädst, warum nicht? So ist doch geil. So, wenn der viral geht, wie gesagt, das eine Ding mit Mois Blume hat 1,2 Millionen Klicks. Das bedeutet, 1,2 Millionen Mal haben mich Leute gesehen, ohne dass ich darauf, dass ich das beeinflusst habe. Und das hat mir ja auch insofern Aufmerksamkeit gebracht. Guck mal, wie oft, ich habe heute noch nie, ich habe noch nie so oft wie heute in einem Twitch-Chat gelesen. So, das kommt ja von irgendwoher. Gründer der TikTok-Community-Gruppe Viral Vision. Er hat schon sehr viele Accounts in der Vergangenheit sehr erfolgreich hochgepusht und eine Menge Geld damit verdient. Also momentan sind Real-Life-Nischen auf TikTok wirklich sehr, sehr gut, weil... Mir geht's nicht mal ums Geld, mir geht's einfach um die Reichweite. Du kannst halt von dieser komischen Plattform TikTok die Leute, die korrekten Leute davon hier rüberziehen. Und das feiere ich halt so. Deswegen bin ich da aktiv. Man eben einfach durch sein Haus laufen kann und sich überlegen kann, was kann ich filmen. Wenn man zum Beispiel regelmäßig Gartenarbeit macht, dann kann man das einfach aufnehmen. Und für manche Leute ist das dann satisfying anzuschauen. Und man kann dann dort Views machen und auch Geld verdienen auf TikTok. Eine Nische zu finden ist also wirklich eigentlich gar nicht schwer. Alter, das sieht schon echt geil aus. Verdammt nochmal. Aber ich sehe gerade, da sind ganz viele Liegen drumherum, also ist es nicht sein Haus. Der hat sich einfach nur am Strand irgendwo hingesetzt. Okay, ich dachte schon. Du musst dich einfach nur überlegen, worauf man selbst Lust hätte und was sich Leute auf TikTok überhaupt anschauen würden. Wir haben ja schon im letzten TikTok-Video ausführlich getestet, ob die Gruppe von Tinos Scam ist oder gut. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass sie wirklich ziemlich nützlich ist, wenn man mit TikTok Geld verdienen möchte. Dementsprechend nutze ich auch die Gruppe für dieses Video. Keine Sorge, das ist hier kein Placement. Ich bezahle sogar hier die 35 Euro im Monat aus meiner eigenen Tasche. Ich zeige das hier nur ein bisschen genauer, weil das halt auch wirklich mein Vorgang ist. Die Member, die hier drin sind, sind auch erfolgreich. Ihr entspanntes Nebeneinkommen stark. Danke, TikTok. Boah, ich finde es so nervig, dass die Leute, ey, Digga, ich hab verstanden, Digga, ich mach 1000 Euro mit TikTok. Und dann irgendwie. Für die neue PS5 mit nur einem Account. Ja, ich finde das halt auch. Einerseits ist das halt auch echt schwierig, bin ich ganz ehrlich. Weil TikTok wirklich zugespammt wird mit einfach
reproduzierten Müll, irgendwas irgendwo aufgegriffen, ganz schnell, du siehst es ja, die geben dir Tipps, wie du innerhalb von einer Minute mit AI 50 Videos machen kannst. So, und das ist halt, das verblödet halt immer mehr. Go hat sich gegönnt. Ja, auf jeden Fall eine ganz coole Community. Die helfen sich alle gegenseitig, geben sich Tipps. Die sind unnormal viele Videokurse über alles, was zu Geld verdienen mit TikTok. Dazu gehört, kommen wir zum wichtigsten Channel. Nischen. Die Jungs schicken hier sehr regelmäßig Nischenlisten rein. Hier vom 1.9. Okay, die Zutaten-Check-Nische. Ja, ist ein bisschen Verschwendung, ist nicht so geil. Aber ihr seht, Real-Life-Content kommt ja übelst krass an. 218.000 Likes. Aufrufe sind das. 7 Millionen Aufrufe. Oh. Mann, und ich lieg dann im Bett bis 3 Uhr nachts und guck mir sowas an, Alter. Ich raste aus. Das ist eine Menge Geld. Oh, scheiße. Fortnite-Quiz. And this is someone who sucks at this. Es gibt auch hier Fortnite-Quiz-Nische. Wirklich so eine simple Idee und auch einfach auf eine Minute zu strecken. Man muss einfach nur so ein bisschen kreativ sein und viel ausprobieren. Ey, ich finde aber diese eine Minute-Streckung bei so vielen TikToks ist das so anstrengend, weil dann labert der Typ sinnlose Scheiße und nach einer Minute erzählt er einfach die Information, die man auch in 10 Sekunden packen könnte. Alter, es passiert so oft. Es ist so anstrengend. Man merkt es einfach, dass die Leute so, okay, es ist ein Thema, das könnte man eigentlich in 10, 15 Sekunden behandeln, aber ich muss auf eine Minute kommen. So, Leute, das geht dann um irgendeinen Spaten. So, Leute, heute in diesem TikTok erzähle ich euch, welcher Spaten zum Ausgraben von Buddelkästen der beste ist. Also bleibt dran, um alles zu erfahren, was ihr zum Thema Spaten wissen wollt. So, wir fangen denn mal an. Ihr habt wahrscheinlich eingeschaltet, weil ihr was zum Thema Spaten wissen wollt. Und ich denke mir dann so, Digga, du kleiner willst du mich eigentlich verarschen? Sehen könnt. Das hier ist die Gäste-Celebrity-Nische. Also einfach erraten anhand von irgendwelchen Fragen oder Körpermerkmalen, welcher Celebrity das ist. Da habe ich mir auch gedacht, das hat sehr, sehr viel Potenzial. Deswegen habe ich das selbst auch ausgetestet. Viele TikTok-Accounts verdienen nicht nur durch ihre Videos, sondern auch durch das Bewerben von Produkten. Richtig schlau, das sind gleich zwei Einnahmequellen auf einmal. Dafür braucht man aber auch eine Website, auf der man seine Produkte verkauft. Thema Webseiten, egal ob du einen Online-Shop für deine Produkte oder ein Portfolio für deine Dienstleistungen wie Cutten oder Design etc. brauchst. Ich habe auch Bock auf so ein MacBook. Ich finde das eigentlich voll geil, aber es ist alles so teuer, Mann, teuer. Website ist essentiell. Früher hatte ich keine Ahnung, wie man eine Website programmiert, deswegen habe ich nie eine erstellen können. Aber glücklicherweise kann man heutzutage mit Hilfe von KI eine Website nach Wunsch in nur wenigen Minuten erstellen. Und das zeige ich euch jetzt mit dem Hostinger Website-Baukasten. Das KI-Tool ist wirklich einsame Spitze. Ich möchte jetzt zum Beispiel einen Online-Shop für meine TikTok-Produkte erstellen. Auch noch gebe mal hier ein paar Infos ein, wie ich mir das vorstelle. An alle Reaction-Leuten, ich habe letztens schon wieder gesehen, wie hieß sie. Bitte, wenn ihr auf ein Video reagiert, da steckt ja auch Arbeit drin und Recherche drin. Bitte nicht Werbung wegmachen. Ihr müsst ja nicht so, oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Aber lasst doch bitte die Werbung drin. Das ist sowas von respektlos, wenn man auf fremden Content reagiert und sowas, und sowas einfach wegskippt. Natürlich, wenn die 3 Minuten geht, dann hat man den Leuten ja die Message übergebracht. Aber das finde ich mega respektlos. Du musst es ja nicht im Video drin lassen, aber das ist frech. Dann reagier nicht auf das Video. Finde ich aber wirklich so. Und auch wenn Leute sagen, du darfst 24 Stunden nicht auf das Video reagieren, dann reagierst du 24 Stunden nicht darauf. So, und wenn du 48 Stunden das Video nicht auf deinen Kanal hochladen kannst, weil in dem Video tagelange Recherche und Arbeit drin steckt, dann lädst du das nicht auf deinen Kanal hoch. Weil zum Beispiel so ein Monte, der auf eine Reaction 300.000, 400.000 Aufrufe macht, der hat ja ernsthafte Auswirkungen auf die Views auf dem, Hauptvideo. Und da sollte man sich auch dran halten. So, ganz einfach. Das ist einfach schon. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass es bis heute alles so funktioniert und die Leute mich das angucken lassen. Weil das ist keine Arbeit, darauf zu reagieren. Ich reagiere hier auf etwas, wo jemand wirklich Arbeit reingesteckt hat. Ich sitze hier einfach nur bei 27 Grad in meinem schwitzigen Stuhl und gucke mir das an. Deswegen hat man sich die Werbung anzugucken. Und wenn er sagt, man reagiert die ersten 2 Tage nicht darauf, dann hat man das zu akzeptieren. Und ignoriert es nicht einfach nur, weil es rechtlich gesehen da kein Maßstab gibt. Das ist frech. Und das sollte auch viel härter von der Community bestraft werden, wenn jemand da drauf scheißt. Ich eine Seite ausgespuckt. Das gleiche kann man natürlich auch mit einem Portfolio machen. Und keine Sorge, die Bilder und Texte. Oh, nervt die Werbung, immer weg mit der Scheiße. Da kann man natürlich austauschen. Aber ich finde das schon mal richtig krass, dass das Grundgerüst innerhalb weniger Minuten steht. Man spart sich also wirklich eine Menge Zeit und vor allem Geld damit. Wenn ihr also auch ganz easy und günstig eine eigene Website für eure Arbeit erstellen wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich empfehle die 3,99 € Funktion, denn damit kann man genau dieses KI-Tool verwenden. Außerdem bekommt man noch Extras dazu wie kostenlose Domain, 30 Tage Zurückgarantie und viel mehr. Wenn ihr im Warenkorb seid, vergesst nicht den Code Zeltix einzugeben, da spart ihr nochmal 10% auf alle Pläne. Hosting ist wirklich eine super Sache und wichtig. Oh Gott sei Dank, ich habe 800 € gespart. Oh, puh, nochmal Glück gehabt. Vergesst nicht, den Code Zeltix einzugeben, da spart ihr nochmal 10% auf alle Pläne. Ja, aber das machen ja alle Seiten. Das ist ja immer so. Wie gesagt, bei allen VPN-Anbietern ist auch so, spar 86%. Digga, also...
Ja, aber das hat ja nichts mit dem Produkt an sich zu tun. Das ist wirklich eine super Sache und wichtig für alle Leute, die Business starten wollen. Wir haben auch mittlerweile eine Langzeitkooperation, worüber ich mich sehr, sehr freue. Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber weiter. Kommen wir jetzt also zu meinen getesteten Nischen. Ich will euch nichts vormachen, es lief am Anfang echt richtig beschissen. Als ich wieder mit TikTok-Videos angefangen habe, hatte ich eine Durststrecke von locker 5 Accounts, wo nichts geklappt hat, wie ich mir vorgestellt habe. Ich zeige euch mal Accounts, die noch halbwegs gut funktioniert haben. Das hier ist ein Chat-Nischen-Account. POV, es ist Karneval und dein Freund ist in Gefahr. Lena, wo bist du? Das sind solche Dinger, die gucke ich mir an und lach darüber. Ich raste aus. Ey, ich lass mich so verarschen. Ey, wirklich. Es ist dringend. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Hab euch verloren. Ach so, nee, sowas gucke ich mir nicht an. Nee. Ich dachte einfach das Anfangsbild. Ja, so das scheiß Chats, fuck you. Muss ganz schnell vorbeikommen. Ich kürze das mal ab. Hier geht's um spannende, emotionale, lustige Chats. Die sind offensichtlich gefaked und dienen zur Unterhaltung. Diese Nische hatte eigentlich echt gut Potenzial. Ihr seht auch die. Die sind offensichtlich gefaked. Jawohl. Likes, 14.000 Likes, 25.000 Likes. Also da sind eigentlich alle Videos gut angekommen und mehrere auch viral gegangen. Problem an der ganzen Sache war aber leider, dass wir echt kaum Follower gemacht haben. Die Videos zu erstellen war leider auch ein bisschen aufwendiger. Man musste erstmal das Skript schreiben, dann musste man diesen Chat erstellen. Das geht ganz einfach über iMessage. Da kannst du deine eigene Nummer schreiben und dann kriegst du die gleiche Nachricht zurück. Du kannst dann aber die Nachrichten löschen. Das heißt, du kriegst dann deinen individuellen Chatverlauf. Ich habe mir dann gedacht, dass... What the lohnt sich einfach vom Zeitaufwand nicht. Wir hätten locker noch 50, 60 TikToks erstellen müssen. Deswegen habe ich dann dieses Projekt beendet. Gerade läuft zwar offensichtlich nicht so ideal mit den Nischen, aber bleibt auf jeden Fall dran. Die letzte Nische wird sich definitiv lohnen. Die nächste Nische habe ich da vorhin schon angeteasert. Gestern. Oh Mensch, dann switchen wir gleich ganz nach hinten. Celebrity. Ziemlich simples Editing, Minecraft-Gameplay rein, Texte einblenden, diese Stoppuhr und Soundeffekte. Nervige Arbeit, aber total simpel. Das ist das TikTok mit den meisten Likes und den... Gäste Celebrity. Mann, Alter, genau sowas gucke ich mir manchmal an. Alter, ich lass mich so verarschen. Ich lass mich so verarschen. Meisten Aufrufe auch 315.000. Ihr seht auch, die Aufrufe waren am Anfang gar nicht mal so schlecht. Dann kam aber leider sehr schnell der Downfall. Die letzten drei Videos haben leider nur 1.500 Aufrufe gemacht. Und der Grund war, dass Guest Celebrity dann einfach in den Mainstream gekommen ist und jeder hat das dann nachgemacht. Die Nische war sehr, sehr oversaturated. Das heißt, das hat sich dann einfach nicht mehr gelohnt. Ich war auf jeden Fall schon sehr frustriert, dass nichts richtig funktioniert hat. Ich weiß aber, dass bei diesem Business, genauso wie bei jedem anderen Business auch, harte Arbeit sich früher oder später auszahlt. Deswegen habe ich nicht aufgegeben. Und nicht immer, aber kann. Und immer weiter versucht und versucht und versucht. Und dann war es endlich soweit. Mitte Juni bin ich im Nischen-Channel von Viral Vision auf eine Real-Life-Nische gestoßen, die noch relativ unberührt war. Die Rock-Cleaning-Nische. Basically putzt und schleift man einfach einen Stein mit dem Ziel, bis irgendwann ein Spiegel daraus entsteht. Und das dokumentiert man dann jeden. Das habe ich auch schon gesehen! Hä? Tag 365, wo ich einen Stein so lange poliere, bis man sich sehe. Um Gottes Willen. Tag. Es ist total simpel und einfach nachzumachen. Die Jungs hatten in der Konkurrenzanalyse vermerkt, dass die Nische viel Potenzial hat, aber der Account an sich keine gute Quali hatte. Ich wollte es selbst angehen, war jedoch leider zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Also hat ein Mitarbeiter aus meinem Team die Aufgabe übernommen, die TikToks dazu zu erstellen. Aber diesmal mit sauberem Schnitt, flüssigen Übergängen, optimierter Tonaufnahme und einem schärferen Fokus auf die Nische. Und irgendwie hat es von Anfang an richtig gut geklappt. Ey, scheiße, Alter. Ich glaube, ich habe den Stein wirklich ins Rollen gebracht. Es ist nicht mal eine Woche her, dass wir diesen Account erstellt haben und schon haben wir 10.000 Follower erreicht. 1.7. war Beginn. Jetzt ist der 6.7. Das läuft so unglaublich glatt, ne? RPM ist auch echt stabil. Das riecht auf jeden Fall nach einer Gehaltserhöhung. Ich habe sehr viel Hoffnung in diesem Account. Jetzt heißt es nur noch durchballern. Jeden Tag. Das ist so gruselig, Alter, wie das funktioniert. Ein TikTok posten und gucken, wo uns die Journey hinführt. Wir sind jetzt mittlerweile knapp 2 Wochen vergangen. Wir sind zwar bei 368,50 Euro, was unglaublich krass ist. Nur leider hat sich unsere RPM halbiert. Der Account hat in den letzten 13 Tagen 1,4 Millionen qualifizierte Aufrufe gemacht. Bei unserem alten RPM wären es jetzt 720 Euro. Ja, aber was wollen wir machen? Wir bleiben trotzdem dran. Die Videos gehen trotzdem unnormal viral. Und dann würde ich sagen... Ich sehe halt bei TikTok bei der Reichweite nur Potenzial für diesen Account hier. So, ich will die alle hier auf eine richtige Seite herbringen. Melde ich mich hoffentlich bald mit einer richtig fetten Zahl. Frei nach dem Motto Never Change a Running System haben wir einfach weitergemacht und jeden Tag ein TikTok gepostet. Von Tag zu Tag lief es immer besser, Alter. Und wir hatten ja den riesigen Vorteil, dass wir auf kein einzelnes Land beschränkt waren, da wir den Account auf Englisch hochgezogen haben. Es ist wirklich so absurd. Das erste Video war am 1.7. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerade aufnehme, ist der hier 7.8. Ja, sieht auch stabil aus. 250.000 Follower. Das habe ich noch nie gesehen. Ohne richtige Editing-Skills. Da, Junge, 6,9 Millionen Aufrufe, wie man Stein poliert. Achso, ihr seht's gar nicht. Sorry. Junge. Krass. Ich muss die Kamera... Ohne sein Gesicht zu zeigen. Unglaublich. Def Gonzi spendet 50 Euro für Schuldenabbau XDLG von Jorinna Chat.
Alter, Def Gonzi, vielen, vielen, vielen Dank für die 50 Euro. Alter, mal Herzen in den Chat hier, die 50er Dodi rausgehauen, Alter. Dankeschön. 1.141 gemacht, die letzten 30 Tage haben wir 5.770 Euro gemacht. RPM von 0,27, was eigentlich beschissen ist, aber es juckt nicht, weil wir extrem kranke Aufrufe haben. 21, Digga, mit einem Stein polieren. Mit einem Stein polieren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 1 Million qualifizierte Views, das sind wirklich extrem surreale Zahlen, ne? So, und das ist jetzt ich schwör, ab morgen sitze ich am Strand, hole mir richtig dreckige Steine und werde die polieren, Alter. Vorbei. In ein bisschen mehr als 2 Monaten haben wir 7.680 Euro gemacht. Alter. Juli war echt sehr, sehr krass. August 2.600 Euro und bisher im September 605 Euro. Das war wirklich ein Volltreffer. Die Nische war nicht perfekt, aber durch die Tipps haben wir sie perfekt gemacht. Und jetzt habe ich einfach ein richtig geiles Einkommen. Jack, danke schön. Alles gut, Mann. Vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Grüße geht raus. Dadurch jeden Monat. Ja, also beim Thema Kreativität kann ich auf jeden Fall den Tipp geben, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss unbedingt. Man kann nämlich auch zum Beispiel einfach bei anderen Seiten schauen, was dort schon gut funktioniert, was man zum Beispiel selbst bei der Nische von einer anderen Person selbst besser machen könnte und anders umsetzen könnte, einen Twist hinzufügen und schon einmal seine eigene Nische. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Das Einzige, was wir gebraucht haben, war ein Handy, ein Stein und Equipment dazu. Alter. Mit ein bisschen Kopf und Kreativität haben wir ein unglaubliches Einkommen erzielen können und es geht ja jetzt auch noch weiter. Der Account ist ja nicht tot. Damit ist, denke ich, alles gesagt. Vielen Dank an Tinus und generell Viral Vision. Ohne sie hätte ich dieses Geld wirklich nicht verdient. Der Link zur Gruppe ist unten in der Videobeschreibung. Keine bezahlte Werbung an der Stelle, ist wirklich jeden Cent wert, wie ihr sehen könnt. Danke an der Stelle auch an Hostinger fürs Sponsoren von diesem Video. Wenn ihr auch eine Website ganz, ganz easy mit KI erstellen wollt, checkt den Link in der Beschreibung ab. Ihr würdet mich sehr supporten. Wir sehen uns nächste Woche. Abonniert den Kanal, haut rein und ciao. Alter, das ist so gruselig. Das ist so gruselig, womit man Geld verdienen kann. Was meint ihr, wie viele Leute sich dieses Video angucken und sich denken, Alter, was mache ich eigentlich? Was mache ich hier? Der Typ nebenbei, der hat einfach auch noch, der macht es nicht mal selbst. Der hat einen Mitarbeiter, der das macht.